sind allerdings nur 790. 400. Habe ich einen Drill dabei? Nö. Doch, da unten. Okay, mach mal. Hallo? Dann mache ich lieber Single-Target-Schaden. Okay. Und setz dich mal einfach da drauf mit einer... Ich habe die Kisten gerade alle weggeschmissen. Ne? Ja, mit so einer Kiste dann halt. Warum schickt ihr immer einzelne Splitter hier los? Sehr kurios. Und ich hätte gerne noch mehr Strom. Habe aber keine Pfosten mehr. Baupfosten. Brech das da ab. Gut. Dann baue ich hier noch einen Drill zwischen und dann bleibe ich halt eine Weile hier, bis das soweit fertig ist. Also das mit mehr Angriffen war ernst gemeint. Ich könnte ruhig mehr schicken. Oh. Nee, ihr könnt nicht mehr schicken als einen. Das wäre nicht gut. Das ist gar nicht gut. Du. Da. Wenn ich jetzt richtig gute Türme hätte, könnte ich diesen Ansatz von der Monsterfarm, den ich mal gebaut hatte, die könnte ich hier hinbauen. Also hier einfach 30 goldene Topaz-Türme oder so. Dann würden die alles wegschnitzen und ich habe ganz viele Science Packs. Und natürlich reicht das nicht an Platz. Schade, also müssen wir halt zwei hinsetzen. Was aber auch okay ist. So. Hier kann ich jetzt allerdings nicht weggehen. Weil wenn ich weggehe, haben wir ein Problem. Und ich kann auch nicht die Zeit hochdrehen. Denn wenn ich die Zeit hochdrehe, kommt ein Angriff und ich bin Geschichte. Dann kommt schon der nächste, siehst du? Das heißt, ich nutze die Zeit jetzt kurz, nachdem der hier tot ist, um mich nochmal ein wenig zu sammeln und über die Probleme nachzudenken. Wo sind die Probleme? Du musst mir auch Zeit lassen zum Sammeln, Gegner. Piu, 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 piu. So. Also, was sind die Probleme? Wir kommen nicht schnell genug zu den Topaz-Türmen, weil wir nicht genug Alien-Artefakte haben. Ich habe jetzt allerdings ein bisschen Munition. Das heißt, ich könnte wieder so eine kleine Minibasis töten, wie eben gerade oben auch. Diesmal nur besser vorbereitet mit den verlangsamen Modulen. Das klingt sehr gut. Was brauchst du zum Erforschen? Ach so, die Forschung von denen braucht gar keine Magnete und Dinge, das wird ganz normal erforscht. Ja, dann erforscht das mal bitte. Gut. Und ich habe gar keine Türme dabei, oder? Doch, drei stinkende Lasertürme, das wird nicht reichen. Kann ich euch irgendwie alleine lassen? Nee, es sind noch 1500 oder was Kobalte drin. Ja, okay. Mal das Zeug hier ein. Die Artefakte hier. So. Achso, und noch mehr Tränke. Was haben wir denn so an kleinen Basen? Da. Die sehen echt gut aus. Zwei einzelne Basen. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr up to date. Das heißt, ich reiß euch kurz ab. Um sicher zu gehen. Das Aufbauen geht ja wieder relativ schnell, jetzt wo die Stromversorgung da ist. Und wenn nur die Stromversorgung da ist, sollte dies nicht angegriffen werden. Okay, also Plan, ne, da hochlaufen, diese kleinen Einerbasen ausschnüffeln, ob die wirklich so klein sind. Das da sieht auch klein aus. Ist allerdings ziemlich nah dran an dem großen Knubbel, also lasse ich das lieber. Wechsel schon mal die Waffe. Zwei Magazine ist echt wenig. Wärst du da oben nicht noch dran, wäre es auch ein guter Versuch. Da sind auch drei Spawner. Ich glaube, da sind... Ah, Tageslicht, sehr gut. Drei Spawner sind da, ja. Und ich kann Spawner relativ schnell töten. Also wenn ich einfach reinlaufe und sofort die Spawner zerstöre, könnte das klappen. Also lauf hin, ignoriere die Gegner, mach sie langsam. Spawner unter Rutsch.
Piu, 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 piu. Mist. Tot. Okay. Ja, dich kriege ich jetzt nicht kaputt mit diesem kleinen Mini-Popel-Ding. Okay, okay. Rückzug. Oh, hey, war relativ erfolgreich. Wir haben 2 Spawner gekillt. Und wir können gleich wieder nach da oben laufen und den letzten Spawner töten und dann die Alien-Artefakte von 3 Basen einsagen. Also 3 Spawner halt, ne? Das ist okay. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt das Kobalt eingeschmolzen, was ich in den Taschen habe. Die Basis werde ich allerdings nicht da unten wieder aufbauen. Die baue ich erst wieder auf, wenn ich ein paar Türme auf Tasche habe. Also, Sonderschmelzen kommen her. Drum, drum, drum. Ihr habt da nichts zu tun. Das sehe ich doch. Ach, das ging gar nicht. Da war Kobalt. Ah, das war nur ein so ein doofes Ding. Es dauert jetzt wieder Ewigkeit, bis das durch ist. Trotz Speed-Modulen in allem. Ja. Krummelkrumpf. Okay, das muss warten. Speed-Modul und Produktivitätsmodul-Forschung muss ich später im größeren Maßstab machen. Wir müssen uns irgendwie so einen kleinen Block suchen mit nochmal irgendwie 12 von den Fabriken und dann die ganzen Subkomponenten automatisieren. Also die Dinger da, die wir alle für die Forschung brauchen. Einmal vom Osten ist in Ordnung. Ich stelle gerade nichts her, das ist nicht gut. Oh, wir haben kein Alien-Gedöns mehr zum Forschen. Okay, dann... Wow, bitte, ich habe keine Ahnung. mach irgendwas Sinnvolles. Oh, genau. Türme, auch wenn es nur 2 Stück sind. Aber bau die schon mal. Gut. So, nein, so. Weg, 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 weg. Ist auch ein bisschen viel. So, die ganzen Tränke rein. Tauchen jetzt die Tränke auf. Sehr gut. 542 Liter Tränke sind im System. Plus die... Ja, 60 Stück vermeintlich. Ein bisschen mehr als 60. Ja, die haben teilweise echt viel mehr. Sagen wir mal 80. 80 plus... 540 sind 620. Fehlen noch 400. Und das war schnell. Ich hätte gern bessere Mining Drills. So. Und ich hätte jetzt ganz gerne das Kobalt. Ha! Bau bitte 2 Magazine. Das sollte reichen für die eine Basis da oben. Und gleich wieder los, bevor es wieder dunkel wird. Ich habe keine einzige Mauer bekommen, während ich hier bin. Weil Sand nicht automatisiert ist, sondern von mir gemacht wird. Ja. Mist. Okay. Das heißt, ich muss nach unten laufen, die Kiste mit dem Sand entleeren, dann nach oben bringen und das dann machen. Ich könnte natürlich auch die Roboter das machen lassen. Jetzt, wo wir doch recht viele MK3er haben, aber das ist nicht so schön. Anscheinend wird immer noch alles verballert, um Glas herzustellen. Okay. Ich habe die Umbauaktion nicht aufgehoben. Das kommt später alles dahin, keine Frage. Aber jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen was machen. Sonst kommen wir nie dazu, irgendwelche Ressourcen zu haben. Das heißt, baue davon ein paar, brich das mal kurz ab. Mach diese komischen Ärmchen. Fast Longhand Inserter, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Und dann die roten Kisten. Und normale Rohre. So. Was sollen die jetzt machen? Sand oder Stein? Wie viel Stein haben wir inzwischen im System? 2800. Also, ne? Stein scheint zu gehen. Das ist gut. Vermutlich sind die Kisten für die
Landfill-Geschichte ist endlich voll geworden. Und deswegen haben wir überhaupt die Möglichkeit, das zu machen. So. Ärmchen, 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 da. Bum, 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 bum. Das heißt, wir machen Sand. Sand, 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 Sand. Biu, 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 biu. Gut. Und dann können wir da demnächst Sand abholen. Und dann alles mit Sandmauern ersetzen, nur um dann in 10 Folgen festzustellen, dass wir keine Sandmauer mehr brauchen, weil wir dann irgendwas anderes benutzen. Aber bis dahin haben wir wenigstens was. So, wir können jetzt MK4 Drills bauen. Das ist schon mal sehr praktisch. MK5 Drill bräuchte komische blaue Chips und Alien Packs, die ich nicht geben will. Wir hatten noch nicht mehr MK3 Roboports gebaut. Jetzt Vierer zu erforschen wäre nicht so wirklich sinnvoll, ha? Huh? Ditec-Module? Open Store to the Upgrade Modules Research. Was heißt das? Mach mal. Wir können doch schon Module erforschen. Wir haben extra so einen ganzen Tab dafür. Die da. Ja, gut, kostet nicht viel. Werden wir gleich sehen, was es macht. Was wollte ich jetzt? Ach Mist, ich wollte töten, bevor es dunkel wird. Ich denke, das wird nicht hinhauen, weil es wird jetzt schon dunkel. Aber, was? Das war Schnee? Genau. Den Einspawner werde ich auch im Dunkeln töten können. Ich hätte gerne schnelleres Dreckwasser auch noch, ne? Genau, Offshore-Pump MK2, go. So. Dumm, ein bisschen trödeln, damit es noch schneller dunkel wird. Und hoch. Die Offshore-Pumps waren wichtig für die Dreckwasserproduktion, für die Stein- und Sandproduzenten, weil die Pumpen, die wir da unten hatten, kamen nicht so ganz hinterher. Und ich weiß nicht, wie viel Platz ich mir da hinten gönnen will, also ist das eine gute Forschung für zwischendurch. So lange, bis wir die Alien-Artefakte zusammen haben. Laufe ich hier überhaupt richtig? Das war das Ding da, oder? Unser Smog kommt bis hier hin. Sehr cool. Also nein, nicht sehr toll und so. Bald kriegen wir noch mehr regelmäßige Besucher. Was ist das da? Komischer Baum. Oh, da ist der letzte Spawner. Okay. Ran da. Oh. Ich habe da noch was getriggert. Da ist anscheinend noch eine Basis hinten dran. Und ich habe nicht mehr genug davon. Keine Kohle, weil ich die Kohle benutzt habe, um irgendwas zu befeuern. Lauf nach Hause. Lauf nach Hause. Forder Kohle an. So. Lauf, 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 lauf. Da kommt ein Berserker, was sollte okay sein. Schieß. Geht so. Okay. Oh, das baut das, baut das. Jetzt kommen die ganzen Reste, das ist okay. Oh, das sind viele Reste. Aber unsere Reparaturbots sind jetzt ja auf MK30 aufgestuft, das ist okay. Oui, 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 ich weiß, wir werden angegriffen. Schön, okay. Jetzt wieder hoch. Die Alien-Artefakte einsacken von den drei Spawnern und gucken, was ich da getriggert habe. Also sah so aus, wenn noch eine Basis direkt dahinter irgendwie gewesen wäre. Entweder das oder das war ein Angriffsdruck, den ich übersehen habe. Dann sammelt die kleinen Dinger hier auch mal ein. Wir brauchen alles an Alien-Artefakten, das wir kriegen können. Gut. 17 Türme schießen im Westen, das ist okay. Da sind sie. Ja. Da oben ist eine Basis. Okay, ich versuche es jetzt gleichzeitig zu machen. Ich will jetzt die Dinger einsammeln und gleichzeitig die Basis oben angreifen. Also locken wir die mal raus. Ja, so. Was? Nein, klick. Ey.
Ich, Dinge. Game Processing? Nein. Robologistik Extender? Nein.